braucht, schaltet eben doch auf der City-Site. Und also nochmal umgedreht. Expert mit Doppelflash. Dann gibt die erste CT-Crossmoke. Faven defensiv. Sie pushen einfach durch. Mit alle 3, 4, 5 mal Richtung Box. Oh, doppelt Faven. Speedy ist bekannt. Speedy! Nein, Alex in der Luft erwischt. Syerson pusht mal eine Offensive durch. Immer auf die Close Distance. Immer noch rechts an der Kante mit Skrunk. Das ist ein 2 gegen 2. Klar, Speedy mit Kit. Andy, Weißgarten steht vor. Sie wird es mit da. Sie pushen jetzt rein. Sie wissen mal, da steht irgendwas noch on Spots. Und das ist nur noch JDC in der Ecke. Bombe liegt offensiv. JDC gedoppelt, instant. Und Expert wird keine Chance gelassen. Also ein guter Start. Bisprout auf der zweiten Map. Expert mit Pistols. 5 B250s, keine Granaten, kein Kevlar. Syerson offensiv Richtung Second mit. Und mehr wird deckt und der Pass ab. Oh, bekommt er direkt ins Gesicht. Syerson gedoppelt. Dennis muss aufpassen. Na, smogt sich kurz ab und es gibt die erste Aug für Skrunk. Hört die Steps an Apps, Dennis. Oh, nicht erfolgreich. Alexia und der R-Spot ist offen. Speedy, Faven im 2 gegen 4 Unterzahl. Retake, Bombe down in der Mitte. Faven hört die Steps. Prefired nochmal rein, genauso auch wie Skrunk. Und es ist nur noch Speedy auf lang. Bombe geplantet. Schaut Richtung Graveyard, Richtung Pits. Hinten auf Gut steht man. Speedy. Und Experts. Tja. Expert knüpft direkt an in der P250 Eco Round. Und Sprout, auch die zwingen sich jetzt in den Force-Buy rein, in die Anti-Eco. Mit Pistols, Granaten, Kevlar. Muss hier so ein Bleib bei etwa 2.500 Dollar auf der Bank. Natürlich spart auf die erste AWP. Und die hat auch schon Andy. Gibt die ersten Graden Richtung B-Spot. AXL mit 3, fast 4 Mann bei alle drin. Haben dann nur JDC in Richtung Apps abgestellt, um ein bisschen zu lurken. Richtung First Box. Faven ist raus. Hinten steht man immer noch die Close Distance mit Speedy. Doch der piekt nochmal ein bisschen auf die nähere Distanz rein. Erster Flash kommt Speedy. Oh, mit fast dem Doppelkill. Dennis, Syerson, Mirbit, CZ, P250, CZ, Kevlar, einmal Helm. Keine Granaten, kein Kit. Pushen da jetzt einfach schon Richtung Ruine, Richtung Garten rein. Und hoffen auf eine Möglichkeit noch. Ja, Psyche mit 17 Meter sprechen One-Shot. Den können sie ganz schnell rausnehmen. Nur die Chance müssen sie erst mal bekommen. Alexei am Brief in Richtung City-Spawn. Mirbit schaut nochmal Garten nach Richtung Quad. Ja, trifft ein paar Shots gegen Alexei, was dann vielleicht eine Waffe noch bedeuten würde. Andy gespottet. Oh, sie pushen jetzt offensiv da runter. Banane durch. Mirbit, jawohl, nächster Shot. Bombe geht hoch. Immer noch mit dem Leben, piekt nochmals nach. Reicht halt nicht mehr ganz. Immerhin noch ein bisschen Schaden gemacht. Immer noch ein paar Rifles rausgenommen. Und jetzt heißt es erstmal Pistolet-Corot. Eine Granate und die fliegt direkt Richtung Mitte runter. Ja, macht durchaus guten Schaden an Saiken und Andy. Der Expert mit Rahmen Richtung Mitte oben. Mal kurz schauen, lang schauen. Offenbar erste Infos hoffen, aber die gibt es nicht, weil Sprout mit allen 5 Mann auf B stackt.
Man gibt die ersten Smogs rein. Expert wirft entsprechend doch viel Equipment raus, dafür, dass der A-Spot frei ist. Terran Sprout dürfte das eigentlich bald gut bekommen, dass dann nichts in Richtung B unterwegs ist und dann eben die Bombe auf dem A-Spot liegt. Jetzt pushen sie lang durch, natürlich checken links, rechts die Ecken, immer noch alle 5 Mann Ruine bei Sprout. War eine gute Idee. Nur leider auf dem falschen Bombspot. Bombe geplantet. Natürlich weiß Expert, dass Sprout ein bisschen Eco hat. Warum also versuchen, deine Waffen rauszunehmen, ja? Vielleicht auch die teuren AKs riskieren. Andy hätte eine Mac-10 in der Hand, die er noch einsetzen könnte. Vielleicht noch ein bisschen Geld farmen. Genommen. Gibt aber halt nur die Mac-10 für Dennis. Und eben keine Rifle. 3-1 Expert auf der Inferno T-Sides. Proud mit ihrer ersten Fullbarot. Wir sehen trotzdem ein paar Defizite. Mac-10 bei Middle Left in der Hand. Speedy mit einer Farmers, dafür ein Kit in der Hand. Aber die AWP für Sursan. Mal kurz Mitte unten runter gepiekt, nichts gespottet. Expert geht in den breiten Aufbau Richtung Apps. Second mit Banane, Mitte abgedeckt. Und überall mal rantasten. ADC schaut Richtung Boiler, Richtung Teppich. Na, das doppeln sie. Aber da steht eben an Dennis sehr defensiv, riskiert er keinen Offensivpeak. Sondern warte einfach defensiv. Darauf, dass sich da irgendwas von Expert zeigt. Jetzt die ersten Granaten Richtung Mitte lang. Sirson instant die Counter-Grenade rein. Die macht nicht allzu viel Schaden gegen Syken. Syken unten close. Hört die Steps. Gibt die erste Rotation vom Baseball drüber Richtung A-Side. Haben wir eben schon prediktet, dass der Expert sehr, sehr unwahrscheinlich noch schieben wird. Krank ja FIFA, Dennis mit einem, Wimmet mit dem zweiten, Wimmet Doppelkill hinten auf kurz in der Smoke drin. Und Arnie die Füße mit in die Hand, schnappt sich endlich Wimmet und schnappt sich Speedy. Aber oben steht immer noch Dennis drauf. Und das verbläst jetzt Andy mit 30 HP im 1 gegen 3. Weniger als 25 Sekunden, Bombe dann auf Shots. Na, piekt ein bisschen zu offensiv in Richtung Pits. Und Sprout lässt in der Bar und erstmal nichts mehr zu, euer Expert. Alex, er brennt an, smogt sich oben ab, dass er aus dem Molotov rauskommt. Granate macht noch ein bisschen Damage hinterher. Und wieder Expert im breiten Aufbau. Banane, Mitte, Apps. Sie lassen sich Zeit. 4 Mann oben Richtung Mitte unterwegs, Richtung A-Spot. Nur noch Alexia, der Richtung Banane abaimt. Gibt die ersten Granaten. Sie ist mit dem ersten Fußnägel unter dem Boiler. Flashbang ist gut, aber der Schuss sitzt nicht. Alex, er ist raus. Faven auf 20. Expert weiß, die AWP steht hinten auf dem A-Spot. Mir mit der Granate Richtung Langs. Junk auf 50. Kann da nicht ganz so viel Schaden traden mit der Granate. Und Expert ist sich nie sicher. ADC mit einer ersten Spot Smoke. Einzeln nochmal Defensivgranaten hinterher. Mirbit nicht blind. Könnte zur nächste Flash geben. Bekommt aber erstmal keine. Die von Faven war gut. Erster Vorteil. Skrunk. Oh, die Bombe droppt raus. ADC kann traden. Und übrigens wieder Mirbit mit 2, mit 3. Und es ist nur noch Syke. Wieder ein einzigen 4 für Expert mit 14 Sekunden. Und dann kommt Dennis aus Pits.
erstmal wieder bis zu Ikarot. Die Chance für den Führung bei Sprout. Immerhin Doppel-Deagle, P250 bei Expert. Also vielleicht die Chancen auf ein paar Headshots. Aber auch die müssen erstmal sitzen dann. JDC im Boiler weiß, dass kurz die AWP steht. Oh, kurz, jawohl, mit zwei Mann. Und Alex Airsyken schnappen sich wenigstens eine erste AWP in die Hand. Bombe noch auf Short, die muss man erstmal picken. Mitte wird abgeimpft. Und da sollte Alex Airsyken es bekommen, rauszugehen, ist bekannt. Na, Deagle Shotcap gefeiert. Nicht erfolgreich, jetzt gegen Faven. Alex Air schaut nochmal nach Richtung Lang. Und dann kommt Mirbit und Syken verkürzt auf ein 1 gegen 1. Psyche im Pit. Er hat zum Molotov, er hat aber keinen Kevlar. Speedy aimt einfach ab, wartet drauf, dass sich irgendwo zeigt, der Psyche. Hat noch eine Flash in der Hand, sneakt sich langsam Richtung Spot. Steady Step. So, oh, und Psyche macht das gut. Es kommt eben nicht zum Ausgleich, nicht zur Führung für Sprout. Weil Expert sich einfach mal die Pistol-Eco-Runde schnappt und das mit gerade mal einer Doppel-Deagle und einer P250. Na, irgendwas scheint bei Sprout aktuell nicht ganz so optimal zu laufen. Man zwingt sich aber nochmal in den Byround rein. Wenn man da mit der Doppelfarmers mit einer AWP, einer Hauke und einer Pistole spielen muss. Und es geht langsam in Richtung B-Aufbau. Wieder schöne Mortar von Alex. Er gibt ein erstes Smoke raus. Syrson schaut mit der AWP. Syrson blind. Und da war Alex sehr deutlich schneller. AWP ist verloren. Rotation kommt in Richtung Base von Speedy. Und hinten aktuell nur Faven auf die Close Distance. Flash kommt rein. Alex Air, jawohl. Faven blind gewesen. Oh, Speedy mit dem ersten wichtigen Trade zieht sich instant zurück in Richtung Warmspot. Schnappt sich ja noch Syken. Speedy immer noch hinten hinterbrunnen. Oh, ist blind. Das wäre fast noch ein Dritter gewesen für Speedy. Aber so müssen Dennis und Mirbit das Ganze vielleicht noch richten. Aber nicht, wenn Andy hinten barschen abaimt. Mirbit, 1 gegen 3 gegen eine AWP, die Doppel-AK. Mirbit. Vielleicht noch was zu bekommen unten, aber nein. Zwei Runden Advantage. Und wieder heißt es Pistol E-Körper. So, sie pushen Mitte offensiv runter. Ah, schnappen sich wenigstens Psyche. Mortov ist gut an. Die Alex M. LDC entsprechend noch ab. Und sie bekommen nur einen einzigen Frag in der Pistol E-Round. Drei Runden Advantage für Expert. Und Sprout. Ah, da scheint gerade irgendwas nicht so ganz zu passen. Deswegen gibt es das nächste taktische Timeout. Ja, Sprout muss da dringend etwas ändern. Nur was ist die Frage?
Wie schafft man es wieder mit Expert gleichzuziehen? HWP Searson, M4, Farmers, Doppel-Aug, ein Kit. Passable Granatenanzahl. Searson mit der Offensiv geschaut. Zeichen bekommt einen ersten Flash rein. Faven ist blind. Zeichen schaut aber nicht in Richtung Box. Und trotzdem prefeiern sie. Jetzt pushen sie rein bis irgendwas. First, second Box. Speedy auf 20 HP. Sie pushen durch den CT-Spawn durch. Alex Ehr offensiv! Doppelkill Alex Ehr! Und plötzlich wieder alle Chancen vertan bei Sprouts. Da geht er einfach offensiv durch. Und gibt Sprouts keine Chance. Tja, nur noch eine einzige Mission bei Dennis. Aug, Kevlar, Smoke, Flash sichern. Ist kurz angebrannt, Mitte steht Dennis. Könnte noch auf eine AWP upgraden, Library was man ebenfalls schauen, und springt dann einfach in JDC rein. Tja, und Expert mit nur noch einem Schritt vor der sicheren Halbzeitführung auf der Treeside auf Inferno. Sprout in der Pistole gerannt, Doppel-Eagle, P250, CZ, zwei Granaten, das Smoke, Drama, Kevlar. Nimmit, auf kurz. Pushen sie einfach jetzt oben durch. Und das mal in die Mitte ab, den Drama schaut. Dennis, keine Chance, da geht einfach kein einziger Eagle-Shot rein. Faven auf lang mit der P250. Auch hier ohne Möglichkeiten und es ist nur noch Mirbit. CZ, Kevlar und Expert. Expert wartet. Die stehen zu fünft oben in der Mitte und trauen sich einfach nicht auf den Spot drauf. Ein erster Spot Smoke. Mirbit hat keine Vision. Mit ein bisschen gepreferred. Bislang bekommt er nichts ab. JDC planted Mirbit. Jetzt ist es bekannt. Jetzt schießt er. Und natürlich ohne Chancen. Achte Runde Experts. Sichere Halbzeitführung. Mirbit, sie pushen offensiv die Mitte runter Richtung Second, mit aber Exit verstehen Richtung B-Side. Faven bekannt im CT Cross the Line auf dem B-Spot drauf. Wir brauchen das Instant Retraction. Faven zum zweiten, Faven zum dritten und es ist guter Schaden. JDC, Andy, Banane kommt, CT kommt, Bombe in der Hand, Andy auf die Close Distance. Erster schon sitzt, der zweite nicht mehr und JDC muss delivern. Und hat ein richtig schlechtes Timing Shot gerade in Richtung CT Spawn, als der Rest aus dem Rahmen durchpusht. Alex Ehr, diesmal offensiv, Sprout. Bekommen sie die Chance, da jetzt vielleicht doch noch mehr Runden dran zu knüpfen. 7 zu 8 wäre wünschenswert. Faven auf 13, aber der erste Vorteil sitzt ja schon. Andy. Oft mit dem Blick in Richtung Spot, da vielleicht irgendwie den ersten Trade zu setzen. Dennis, Mirbit, Doppelshot.
Mirbit weiß, dass mit der was durchgeht. Ein bisschen geprefiled wird Andi schon in Richtung Lang, Richtung Spot. Oh, sieht Sylson früher als Sylson ihn. Aber Mirbit kann einmal traden. Bekommt keinen zweiten. Dennis mockt sich ab, ist bekannt. Schaut Richtung Apps. Molotov liegt nicht. Oh, schnappt sich oben Andi die AWPs. Noch einmal über zwei wieder für Sprouts. Und Dennis aber ist bekannt. Wir müssen sie jetzt ganz schnell rausnehmen. Im Pit. Schaut nach links, nach rechts. JDC blind. Währenddessen Speedy on Spots Club denied. Und JDC einfach keine Chance mehr bekommt. Fünfte Runde Sprouts. Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Nochmal reingekauft, nochmal Arkas, AWP, Speedy, Doppel-Triple-Kill mit Faven, den vierten auch noch. Und aus Grunk brennt runter auf 50. Turn die Granate dürfte alles beenden, jawohl, Doppel-Nade rein, Skrunk raus und es gibt nicht mal Schaden, den Expert diese Runde an Spoil anrichten kann. Letzte Runde, erste Halbzeit und vom Geld her hatte ich jetzt ein kleines Problem bei Expert. Gerade mal 3-5 bei Alex Air. JDC Skrunk mit den einzigen beiden Rifles in der Hand. Zeigt, den kann die Pistole investieren. Und Andy hat ebenfalls nur eine Mac-10 in der Hand. Gibt ein paar erste Granaten rein, aber Faven. Solide mit der AWP. Und Dennis offensiv in Apps. Andy raus. BDC, Syken, Skrunk, die noch am Leben sind. Natürlich ein bisschen gerade mit der AK, mit der AUG, mit der SG, Entschuldigung, natürlich da ein paar Trades setzen. Syken Richtung Lang. Schritt für Schritt in Richtung CT-Burg mal reingepiekt. Oh, aber Sürsten steht ein bisschen zu weit draußen. Und das ist nur noch JDC. 1 gegen 5. Na, brennt er runter auf 60. Und dann kommen auf kurz Dennis und Mirbit. Immerhin 7-8 aus der Sicht von Sprout. Also nicht allzu viele Runden am Ende, die man da an der Halbzeit hinten liegt. Zweite Pistol Round ist live. Smoke, Doppelflash bei Skrunk, viermal Kevlar für Expert. Sprout mit Drama Kevlar, Doppelsmoke und Doppelflash. Sprout in Richtung Mitte. Gibt der erste Flash raus. Lang, kurz, Cycle nicht blind gewesen, aber ist bekannt jetzt. Direkt lang abgesmoked, Kurs geht's durch, Onspot steht, Drake steht, lang steht, Andy mit einem, mit zwei, oh, und Sprout kommt einfach nicht auf den Spot drauf. Mirbit, ein 1 gegen 5, eigentlich eine unmögliche Situation für ihn. Versucht's. Über Library Richtung Lang, 60 Sekunden auf dem, ein bisschen Infos auf dem Spot sammeln. Und da stehen sie unten im Pit drin. JDC auf 30, Saiken auf 80, Andy auf 60. Aber das ist halt vollkommen egal, denn sie haben die Pistols auf die Long Distance, die P2000, die USPs. Sprout in der Anti-Eco. Pistols, Kevlar, Granaten. Triple Deagle, eine P250.
Skrunk. Na, hat Infos. Alex, er steht close, Faven um die Ecke rum. Oh, Skrunk ist raus. Doppel-Entry Faven. Und der B-Spot ist offen. Der B-Spot ist offen. Na, JDC ist es 3 gegen 3, es ist machbar. Searson, Faven, Bombe auf A geplant, hat offensiv. Oh, Andy hat es nicht ganz geschafft, den Bombplant zu hören, aber es ist eben ein 1 gegen 3 für Faven. Spot steht. Ah, Mitte kommt ebenfalls schon geschoben. Faven, ich musste mal nachschauen. Sie haben die Fuse Kits. Sie faken das Ganze erstmal nur an. Faven mit dem dritten Kill diese Runde. Pusht die 1 Richtung Spot. Nein. Aber für den vierten reicht's halt eben nicht mehr. Drei Runden Advantage. Und Sprouts. Ah, durch den Baumplant will man nochmal das Risiko eingehen. Forst nochmals runter. Und kauft eine AWP. Die Doppel-AK, eine Pistol und eine MAC-10. Natürlich granatentechnisch entsprechend limitiert. Searson, wenigstens in dem ersten Vorteil. Ich mir eigentlich vielleicht gedacht, okay, Sprout müsste eigentlich jetzt in die Pistol-League-Round gehen, aber nein. Wird eines besser überlehrt. Oh, JDC unten direkt gedoppelt. Und das ist nur Strunk 1 gegen 3. Immerhin 6er Pierre Dennis. Könnte also noch machen, wenn er sich Dennis schnell schnappt. Bombe auf kurz gepickt. Steps hört er. Nippelt mit Full Life. Granate. Kommt nochmal rein. Strunk mit einer AK. Pusht rein Richtung Spot. Schaut unten. Dennis mit der AWP. Pit Molotov in Richtung Side. No, Forst nippelt raus. Auf der Molotov nochmal runter. Strunk auf 40. Und dann Dennis in Pit. Und Sprout spielt's gut runter. Doch Expert muss erstmal in die Sparrunde reingehen. Pistol Eco Round. Um die nächste Bar Round zu garantieren. Searson, geht's offensiv jetzt, weiß Bescheid, gibt der erste AK für Alex Leon, Searson ist raus, B kann ebenfalls nur einen setzen, JDC mit für oben allein gelassen worden. Eine Runde noch, eine Runde Defizit. AWP für Sprout, aber nur Rifles und eine AUG für Expert. Speedy schnell richtbar, das klang bei der ersten Granate rein. Ja, macht guten Schaden gegen Faven. Bauen das breit auf, Richtung Mitte, Banane. Aber auch da zieht sich Sprout so langsam, gerade mit Zeus wieder so ein bisschen zurück. Speedy. Ja, selbst mit Flash, Flash für die Steps links. Kann es nur noch keinen einzigen Shot setzen. Das ist der Schaden. Ja, der Schaden richtet sich erstmals nur gegen Sprout selbst. Dennis auf 50, Faven auf 50. Ich habe noch alle 5 bei X in Full Life.
Dennis, push jetzt lang durch. Muss aufpassen. Library an die Flashbang-Hütter kommen. Er weiß, dass er was durchgeht. Schießt rechts. Perfekt. Geschickt. Schmuck durch. Das ist der erste Vorteil. Die erste Überzahl. Psyken. On spot. Mir Bit. Guckt auch selbst mal runter Richtung Pit. Hat was gespottet, aber Skrunk halt auch auf B erfolgreich. Und entsprechend nur noch Searson, Faven und Mir Bit. Und die versuchen es irgendwie im A-Split, irgendwie über lang, über kurz drauf zu gehen. Psyken, schlechtes Timing. JDC bekannt, Molotov aus dem raus. Und auch JDC schafft es nicht mehr. 3 gegen 3, aber eben mit zwei Spielern unter 20 Health Points bei Searson und bei Mirbit. Und das ist tricky jetzt bei Sprouts. Skrunk, Alex R, Andy. Sie haben kein Kit. Dafür entsprechend noch Flashes, die Rifles. Deutlich mehr Health Points. Aber ziehen sich zurück. Oh, sie gehen die Rifles sicher. Mirbit, schöner Peak oben aus dem Balcony raus. Und Skrunk, Alex R. Sichern sich die Ark und die AK. Und Sprout kann ausgleichen auf ein 10 zu 10. Auch bei Expert scheint es aktuell nicht so ganz so rund zu laufen. Ja, die T-Side scheint aber vorher schon ein bisschen besser zu sein. Searson, schöner erster Pick und die erste Waffe ist weg. Die AUG ist Geschichte. Mirbit nimmt Apps ab, JDC ist raus, Alex R. Aber kommt die erste Hilfe auf dem B-Spot. Vielleicht schafft man es ja irgendwie die AUG zu recovern, jawohl. Ihr bekommt jetzt Psyken. Dennis auf lang und 60 Sekunden auf der Uhr. Versuchen sie langsam. Mit 3-4 Mann Richtung A-Spot. Pit steht. Andy, der ist bekannt. Ah, versucht sie irgendwie auf die Long Distance. Aber gegen die Rivals hat keine Chance. Tja, und wieder könnte man versuchen, bei Alexia und Zeichen die beiden Rivals durchzubringen. Denn eine andere Wahl hat man ja fast gar nicht. Den man hier mit 3 Mann in der Pistol Equiron spielen musste. Wenigstens bekommt man die beiden Rifles wieder, die man am Anfang der Runde hatte. Nur Sprouts. Ah, sie haben nicht allzu viele Reserven auf der Bank, deswegen geht es eher nicht auf die Jagd. Mit nur 2 bis 3.000. Wir brauchen erstmal einen gewissen Geldpuffer auf der Bank. Dass man wieder voll nachkaufen kann. Sprout auf Inferno in Führung. 11, 10. Eine Runde Advantage. Und Expert hofft vergeblich auf den nächsten Erfolg auf der City-Side. Richtung Banane, Andy, schöner, schneller Offensiv, ich guck nochmal nach, aber nein, Faven ist da zum Traden. Na, Faven piekt nochmal Richtung City-Spot, gibt den erst Rotation von XR rüber Richtung B-Spot. Und dem Skrunk, der ebenfalls auf 40 runter ist, haben wir mit Insta getradet, Dennis, schönes Time und der A-Spot ist offen, der A-Spot ist sperrangelweit offen. Und das muss Dennis am besten so schnell wie ich mitbekommen. Alex R. pusht nochmal nach in Richtung City-Spawn. Dennis bleibt defensiv am City-Bogen stehen und pusht einfach mit in Richtung B-Side. Skrunk schaut immer noch Richtung Banane. Und Dennis, den haben sie nicht auf dem Schirm. Alex R. Die Frage, ob er nach hinten ab aimt in Richtung City Spawn. Tut er, aber Dennis
Perfektes Timing. Strunk im 1 gegen 3. Strunk, erster, zweiter Strunk. Und er weiß, dass auch Faven da noch irgendwo sein muss. Ansonsten wären sie eben nicht da Richtung B gecommitted. Aber Faven wartet wunderbar ab und gibt Strunk nicht die Chance, hier einen 7-3-Klatsch hinzulegen. Und Expert will's wissen, nochmal Investment, Doppel-AWP, AUG, Farmers, MP5. Na, auf lang, Andy. Piekt er nochmal nach? Nein, natürlich nicht. Er weiß, dass da irgendwo vielleicht Syrson stehen könnte. Und deswegen wäre das Risiko zu groß. Alex Erwin B mit der AWP. Oh, der Schuss löst sich nicht und es war ein Single-B-Hold. Also der B-Spot offen eingenommen und entsprechend müssen sie ganz, ganz schnell aus, damit er Richtung B-Spot schieben. Skrunk sneakt sich über den CT-Spawn Richtung CT-Cross, Richtung Ruine, schaut mal die Ecken rein. Hofft er irgendwo auf Infos, kommt jetzt mit der AUG und schnappt sich Speedy. Nächste CT-Cross mal kommt. Skrunk könnte immer noch versuchen zu pre-fire. Wirbit schaut oben Richtung Boost-Spot, der ist sauber. Aber es ist eben ein 2 gegen 4, eine doppelte Unterzahl für Spot und das wird tricky. Doppel-AWP. Andy. Oh, Skrunk geprefired. Und JDC mit der Hop. Bombe jetzt geplantet. Und nur noch ein 2 gegen 3. Sie kommen alle aus dem CT-Spawn. Keine aus der Banane. Andy. Stück für Stück wieder nach vorne. Immer noch zwei Flashes. Erster kommt. Faven peak mal. Faven. Oh, dürfte bekannt sein. Aber die Infos, da kommen ebenfalls Steps. Schüsse. Oh, Mirbit. Und das macht Andy wirklich richtig stark. Und Sprout wird erstmal wieder so ein bisschen aufgehalten. Schafft es Expert anzuknüpfen. Sprout. Vielleicht mit der Pistol Eco zu forcen. Andy mit der Offensivgranate runter. Ah, hat wenig Impact. Syrson auf 80 angebrannt, aber aimt defensiv in Richtung Second mit. Er weiß, dass er da keinen Offensivkrieg riskieren darf. Faven, im eigenen Team geprefired worden, runter auf 40. Das ist halt schon sehr, sehr bitter jetzt. Hat vielleicht ein paar erste Steps in Richtung B gehört, aber weiß, Bahne oben soweit offensiv sauber. Und Sprout hofft ein bisschen auf den Fake. Speedy brennt an. Ah, nochmal Granate hinterher. First Block steht, Garten steht, nächstes Mal kommt der Job da runter, Alex Wink ist prefert, Skrunk. Defensiv, Confans, schaut Richtung First Box, Flash ist gut, Skrunk ist blind, schaut oben drauf, kriegt den Shot nicht und Faven macht das gut. Nur noch Andy und JDC, natürlich, und natürlich hat Expert keine Geldreserven. Und deswegen versuchen sie Waffen durchzubringen. Versuchen irgendwie die AWP und die M4 zu sichern. Aber Mirbit nimmt noch beide Rifles raus. Das ist halt richtig, richtig bitter.
Zwei Runden Advantage. Expert in Anti-Eco. Oh, die investieren nochmal alles rein, was sie irgendwie auf der Bank hatten. Eine Doppel-Deagle, Doppel-P250, eine CZ, Granaten, Kevlar, aber kein Kit. Versuchen's mit viermal Richter Mitte. Lang steht, kurz steht der Cloud. Die Close Distance, die Axe wieder nutzen möchte. Aber bislang bekommen sie da keine Chance. Oben drauf auf den Balcony. Seike mit 20. Ah, jetzt ist raus. Dennis Prefect will in die Smoke rein. Wir werden auf lang. Und dann nochmal durch die Smoke durch mehr Schaden auszuteilen. Speedy schnappt sich in den ersten auf. Oh, Doppelkill JDC. Und auch Andy immer auf die Close Distance. Gutes Timing, Andy. Das reicht nicht. Faven, ein einziger, Alex hat ebenfalls schon die Arkanat, Molotov, Kevlar, aber immer noch kein Kit. Alex er sneakt sich lang durch, hat keinen Blick auf die Smoke und Faven spielt das perfekt runter. Alex er schaut Richtung Spot, Richtung Graveyard. Faven immer noch in der Smoke drin. Jetzt fadet sie und das hat natürlich ein freies Schussfeld. Keine Chance für Alex er. 14-11 Sprout und Expert. Muss ich entscheiden. Nochmals Force Buy oder vielleicht doch nochmal am Ende vier Runden mit der nächsten Bahnrunde nochmal am Stück holen. Vielleicht in Richtung Overtime. Und sie investieren es. Expert geht das Risiko ein. Das hat ja gerade fast schon funktioniert. Also nochmal. Doppel-Deagle, Doppel-5-7, eine CZ, Kevlar, Granaten. Und Sprout. Und sie bleiben im breiten Aufbau. Richtung Bahne, Richtung Apps, Mitte. Ah, Dennis unglücklich blind. Hab Mitte mal raus, Richtung kurz, Richtung lang, bekommt erstmal keine Infos. Wir lassen den ersten Mann schieben. Dennis unten vom Heuwagen, schaut Richtung lang, Richtung Library. Und dürfte gleich den ersten Mann raus. Der Andy ist raus, aber JDC kann traden. Und das ist wichtig für X, dass sie eben jetzt nicht in der Unterzahl bleiben. Speedy. Pushen jetzt lang durch mit einer Bombe. Brief in Richtung Kante. Du vielleicht irgendwas pusht, nachdem Reflash reinkam, aber das ist eben nicht der Fall. Pitch steht, Spot steht, Mirbit mit Infos. Mirbit weiß Bescheid. Unten irgendwo JDC. Und den kriegt er erstmal nicht. JDC macht noch einen raus. Und es ist die Einmal-Überzahl, die Zweimal-Überzahl. Und eine sichere Overtime eigentlich für Sprout. Skrunk an der Bank gespottet. Versucht's noch. Kevlar, Helm, CZ, Flash. Wer bekommt eben keine Infos? Keine Chance. Lang steht's. Oh, jetzt mit dem perfekten Timing, Speedy. Vier Runden. Vier Map- und Matchpoints für Sprout. Und X-Bin hat wieder, na, immerhin ein bisschen Geld für die AWP gespart bei Andy. Aber der Rest halt hat Pistols, SMGs only. Also keine weiteren Rifles. Dennis offensiv Banane. Oh, da hat Andy Glück, da hat Andy extrem viel Glück. Dass er nur angeschossen wird. Searson, oh, mit der AWP auf die Close Distance. Das hat nicht gegen JDC gereicht. Natürlich die Frage, ob man da vielleicht bei Expert versucht, die AWP zu repicken. Ist aber erstmal nicht der Fall. Jetzt Alex er. Zweite AWP in der Hand bei Experts. Nur noch Rifles bei Sprout. Dennis schaut Richtung First Box. Andy raus, Krunk raus, B-Spot eingenommen. Und das ist eine Ein-Mann-Unterzahl im Retake.
Mirbitz lurkt in der Mitte, kommt als Backstabber, Dennis ist raus, ist ein 3 gegen 3, ist machbar. Alex, er bekommt den Boost, muss aufpassen. Pool steht, Y steht, aber er hat erstmal keinen Blick drauf. Und Mirbitz. Mirbit kann so ein gutes Timing haben, sieht einen, er wollte den zweiten auch noch und es ist nur noch JDC, er hat ebenfalls kein Kitz und die Zeit ist natürlich knapp. Und das sollte es gewesen sein, versucht zum Garten aus, Richtung Banane, Richtung Sport, Richtung Pool und dann ist das Faven 2-0 Sprott.